Krieg in Jemen ist ein Krieg gegen Menschen. Gemäß der UNO ist es die grösste von Menschen verursachte Katastrophe in diesem Jahrhundert. Jedes Kind weiß, was 9-11 ist, aber vor dem Krieg im Jemen verschliessen wir unsere Augen und das kann es doch einfach nicht sein. Das Video besteht aus 4 Teilen. Zuerst gehe ich kurz auf die Hintergründe ein, dann stelle ich die einzelnen Kriegsmächte vor, die mitmachen. Dann geht es darum, was wir damit zu tun haben. Und schließlich um die Strategie, die die Kriegsmächte verfolgen in diesem Krieg. Die folgende Information habe ich vor allem aus dem sehr ausführlichen Wikipedia-Artikel «Die Militärintervention im Jemen seit 2015». Spätestens seit dem 19. Jahrhundert der Suezkanal eröffnet worden ist, streiten sich zahlreiche mächtige Länder um mehr Einfluss im Jemen. Teilländer, Türken, Ägypter und schon dazumal Saudis. Das Chaos im Land ist dort immer grösser geworden und in den 1990er Jahren ist es zu einem offenen Bürgerkrieg gekommen. Durch den Bürgerkrieg ist die Regierung immer korrupter geworden, immer diktatorischer und das hat natürlich die Unzufriedenheit bei den Bürgern noch mehr verstärkt. Aus dieser Unzufriedenheit heraus haben viele Leute, vor allem im Nordjemen, angefangen, sich die Hutis zurück an die Macht zu wünschen. Im 2014 haben die Anhänger der Hutis in kurzer Zeit grosse Teile des Jemen erobert. Sie haben die Hauptstadt erobert und die Saudis hat das mächtig gestört, weil seit Jahrzehnten versuchen Saudis, um Einfluss zu gewinnen im Jemen durch Finanzierung von Offizieren, Politikern und Medien. Und es sind auch immer mehr Jemeniten zu der saudi-arabischen Variante vom sunnitischen Islam übergelaufen. Man muss sagen, die Hutis haben ganz eine andere Art von Islam, eine schiitische Art von Islam. Schia, das kennt man vor allem aus dem Iran. Und es gibt zwar immer noch sehr grosse Unterschiede zwischen den jemenitischen Schiiten und den iranischen Schiiten, aber Iran ist der Erzfeind der Saudis. Und gemäß der saudi-arabischen Religion sind Schiiten Ungläubige, die man muss bekämpfen muss. Und die Saudis wollen darum unbedingt verhindern, dass der Iran möglicherweise durch Hutis Einfluss in ihrem Nachbarland Jemen gewinnen. Wo dann die Hutis 2015 kurz davor waren, auch noch die Ersatzhauptstadt in Jemen einzunehmen, haben die Saudis beschlossen, einen offenen Krieg gegen Jemen anzufangen. Wenn man jetzt aber meint, dass in dem Krieg einfach um die Machtansprüche der Saudis gegenüber den Iranern geht, wie es in den Medien häufig leider sehr vereinfacht heisst, dann ist das eben eine problematische Vereinfachung. Weil tatsächlich sind zahlreiche Konfliktparteien involviert in den Krieg und alle haben ihre ganz eigenen Gründe, warum sie mitmachen in dem Krieg. Es lohnt sich hier also, etwas genauer hinzuschauen. Und ich bin der Meinung, wenn wir das machen, dann sehen wir auch, wie heutzutage eben Krieg funktioniert. Wir werden darum jetzt die verschiedenen Konfliktparteien in dem Krieg anschauen und wir werden dabei sehen, wie in jedem Krieg es geht um Geld, um militärische und politische Macht. Dafür werden Religionen instrumentalisiert und vor allem Menschenleben zerstört.